Adi Schatz, alles Gute. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder ein kleines Unboxing vorbereitet. Jenaya hat gesagt, sie hat mir 3 Pakete geschickt. Die übertreibt es immer komplett. Dankeschön auf jeden Fall dafür, für deine Unterstützung, für deinen Support, für alles, was du überhaupt machst und was der Adi macht. Das sieht man gleich hier. Schnell weg. Wir haben jetzt 2 von 3 Paketen. Wir haben nämlich einmal... Oh, Moment. Hä? Doch, das kann man ja zeigen. Wir haben einmal das hier. Das ist nicht so groß. Das andere, was noch da ist, ist noch größer. Das ist aber verdammt schwer. Und das große, was noch da ist, ist irgendwie leichter. Und zusätzlich haben wir hier noch sowas Kleines. Das ist von Amazon. Das sieht man ja schon. Ich denke mal, das ist was aus der Wunschliste. Ich habe da letztens ein paar Filme hinzugefügt. Vielleicht ist ja da was dabei. Wir machen es mal auf. Wir tun das mal hier rein. Wir gucken mal. Da ist ein Zettel da. Den Zettel nehmen wir mal raus. Jake Gyllenhaal. Wenn ich das schon lese. Moment. Ein Geschenk von Jennifer Brohn. Viel Spaß beim Filmabend mit dem Muttertier. Oder wann auch immer ihr ihn gucken möchtet, ne, von Jennifer Brohn. Da habe ich erzählt, da war mal dieser Film, das müsste nämlich jetzt Ambulance sein. Und da haben sie einen Trailer gezeigt von Ambulance und meine Mutter direkt so, boah, den müssen wir mal gucken, ne. Das ist bestimmt spannend, richtig brutal. Letztens schlendern wir so durch den Rewe-Zender und dann sagt sie, guck mal, ist das nicht der Film, den ich gesucht habe? Wollen wir den gleich mitnehmen? Ach, das ist aber teuer. Hm, naja, ist ja auch frisch rausgekommen. Was ist denn? Ambulance, Jake Gyllenhaal. Ja, nicht da reinbeißen. Adi, nicht. Nein, nicht in die... Nein. Da ist auf jeden Fall Jake Gyllenhaal drin. Ich habe gesagt, ich kann den erstmal in meine Liste packen. Vielleicht kauft den ja jemand. Wenn ihn keiner kauft, dann sehen wir ja in der Liste, ach warte mal, diesen Film wollen wir uns ja irgendwann noch besorgen und den müssen wir noch gucken. Dann kann man den ja jederzeit nachkaufen. Ah! Dankeschön auf jeden Fall für den Ambulance-Film, da wird sich das Muttertier auf jeden Fall freuen. Und wenn ich aus Berlin zurück bin und die Sonntag hole, werde ich den vielleicht direkt auch einfach mit ihr gucken. Mal schauen. So, ich weiß ja gar nicht, wann das hier online kommt. Wenn ich jetzt von Berlin rede, das klingt bestimmt komisch. Jetzt nehmen wir mal das. Hier steht nämlich drauf, MXSC Online Shop, Mexican Soda Company. Mexican Soda Company. Da ist was zu trinken drin. Mexican Soda, Wasser. Vielleicht ist das auch die heißen zwar Mexican Soda, aber die stellen auch Bier her oder irgendwelche Sangritas und irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß es nicht. Machen es also mal auf. Sistema Prost. Prost. 1, 2, 3, 4. Da wird sogar angezeigt, wie man das immer zusammen machen muss. Und hier sehen wir einen kleinen Wrestler, einen mexikanischen und einen Kugelschreiber. Das sieht ja genial aus. Ich kann euch den Zettel leider nicht zeigen. Da steht ja die Adresse drauf. Moment, so kann man das machen. Hier ist auf jeden Fall die Rechnung noch drin. Guckt euch mal das Logo an. Das sieht doch richtig nett aus. Mexican Soda Company. Stellen wir das mal hier rüber. Haben hier einen Kugelschreiber noch mit drin. Jarritos. Jarritos. Und was für eine komische Farbe. Das ist grün mit lauter komischen Punkten drin. Sieht aus wie ein Pistazieneis. Ein Jarritos Kugelschreiber. Und ein kleiner Ramses haben wir auch noch dabei. Guckt euch den an. Das ist ein mexikanischer Wrestler, Rey Mysterio, nachdem er wieder im Sonnenstudio eingeschlafen ist. Und das kannst du nehmen, kannst du hier die Flaschen mit öffnen. Gell? Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen packen wir das jetzt hier hin. Das ist jetzt Mexican Soda, Limonade, Limo irgendwas. Jarritos Guava Natural Flavor, so, Mann! Willst du da jetzt auch reinbeißen? Willst du jetzt mit dem Mund die Flasche aufmachen, ja? Nein, du willst dich nur dran reiben. Was ist denn mit dir? Geht's dir gut? Das ist die Wärme, hä? Vernachlässigung, ruf die Polizei, schnell! Wir haben hier einmal Jarritos Guarana, Guava, in einer sehr zart rosanen Farbe. Jetzt muss ich mal schauen. Dann haben wir Jarritos
Mandarin in schön Orange drin mit Mandarinengeschmack. Das hier natürlich mit Guavengeschmack. Sind das 6 verschiedene Sorten. Wir haben ja Ritos Lime mit Limettengeschmack. Vor allem hat alles 25 Cent Pfand. Das sind wirklich, glaube ich, 6 verschiedene Sorten. Wir haben ja Ritos Mexican Cola mit Cola-Geschmack. Wir haben ja Ritos Pineapple, also mit Ananas-Geschmack. Und das letzte ist ja Ritos Mango mit Mango-Geschmack. Jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich nicht ganz einen Preller habe. Sind das die Limonaden, die wir hatten, als wir in Gera waren beim Thomas? Und der Thomas hat uns entführt zum Bahnhof gebracht. Und beim Bahnhof, bei dem Burger-Restaurant mit dem heftigsten Burger der Welt für 60 Euro oder 70 Euro, haben alle Jaritos getrunken, Limonaden, diese verschiedenen Sorten, gerade Mango und sowas oder eine Cola. Sind das die von da, wo es dann eben mehr Sorten gibt noch und man alle mal probieren möchte? Ihr seht, dass ich mir einfach nichts merken kann und einfach so viel immer zu isst, dass du keine Zusammenhänge verstehst. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ein Karton, ein Sixpack, 6 verschiedene Limonaden. Sehen auf jeden Fall alle total genial aus. Die müssen jetzt richtig schön eisgekühlt werden. Und wenn die dann richtig schön kühl sind, macht man davon natürlich ein Tasting. Probiert mal diese ganzen Limonaden. Vielleicht mit dem Kesto sogar zusammen, wenn der Kesto als nächstes kommt. Schauen wir uns mal an. Vielleicht will der die auch mal probieren. Dazu eben noch hier so ein Kugelschreiber. Und dazu dann hier noch dieses Männchen, diesen Flaschenöffner. Auf jeden Fall sehr cool, sehr coole Idee. Trinken geht immer, ich teste immer viel. Dankeschön, Jenaya, und danke auch für den Ambulance-Film mit Jake Gyllenhaal. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.